Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Berlin. In der Nacht vom 12. zum 13. August wurde von DDR-Arbeitern überraschend eine Absperrung aus Stacheldraht in West-Berlin gezogen und der Bau einer Mauer wurde begonnen. Fluchtversuche von Ost nach West-Berlin wurden von der Grenzpolizei der DDR niedergeschlagen. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige getötet und es gab viele Festnahmen. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Die von vielen BRD-Bürgern gewünschte Reaktion der USA blieb aus. Erst nach 20 Stunden erschienen Grenzpolizisten, allerdings auch nur, um die Grenzeinhaltung zu überwachen. Der Bau zog sich durch Häuser und Gärten, viele Familien und Freunde wurden voneinander getrennt und viele Arbeiter konnten nicht zu ihrer Arbeit gehen. Hannes Hauschebach berichtet. Die sogenannte Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, hat vom 12. zum 13. August in einer Nacht- und Nebelaktion eine Mauer zwischen West- und Ost-Berlin hochgezogen. Viele Familien wurden dadurch zerrissen. Derzeit sind hunderte West-Berliner an der Grenzlinie versammelt und gucken mit unglaubwürdigen Blicken den Arbeitern zu. Die Bürger sind hoffnungslos niedergeschlagen und machtlos. Die Begründung für diese Handlung aus Sicht des DDR-Regimes hieß: Der Bau der Mauer ist eine gute Lösung, denn der Bau schafft viele Arbeitsplätze und wir können mit Stolz sagen, dass wir uns keine Gedanken mehr über Kritik West-Berlins machen müssen. Die Zustände hinter der Mauer eskalieren immer mehr. Die Leute springen aus den Fenstern und versuchen zu flüchten, was aber in den meisten Fällen nicht funktioniert. Sie bleiben in den Maschendrahtzäunen hängen und verletzen sich. Grenztruppen sowie Grenzpolizisten der Ostberliner versuchen durch aggressives Vorgehen die Flüchtlinge aufzuhalten. Vor Ort, bei dem Bau der Berliner Mauer, sehen Sie hinter mir einen der aktiven Bauarbeiter. Und es versuchen noch immer viele Familien aus Ost-Berlin nach Westen zu gelangen. Und das über die Grenze. Was jedoch in manchen Fällen oder in den meisten Fällen nicht funktioniert. Doch jetzt ein Interview mit einer Familie, die es geschafft hat. Können Sie uns erzählen, was genau Ihnen passiert ist und wie es verlief? Ja, wir sind gestern Abend über die Mauer geflohen, durch den Stacheldrahtzaun durch. Wir haben aber überhaupt nichts mitnehmen können, kein Geld, keine Klamotten. Wir haben jetzt nur das, was wir an uns tragen dabei. Was denken Sie, werden Sie in Zukunft leben? Wir haben uns noch überhaupt nichts überlegt. Wir sind einfach los, haben das geschnappt, was wir mit uns tragen konnten und jetzt müssen wir schauen, wie wir weiterleben. Wir sind aber erstmal froh, in West-Berlin zu sein. Unser nächster Interviewpartner ist die Frau Müller. Sie wohnt seit mittlerweile 30 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Frau Müller, wie sehen Sie den Bau der Mauer? Ich finde die Mauer nicht gut. Man kann auch nicht einfach so ein Land teilen, ohne die Bevölkerung zu informieren. Außerdem macht es mir Angst, zuzusehen, wie die verschiedenen Seiten ihre Truppen öffentlich zur Schau stellen. Frau Müller, was denken Sie, hat der Bau der Mauer für eine Auswirkung auf Ihr Leben? Ich kann nur noch unter schweren Bedingungen meine Schwester hinter der Mauer erreichen und ich finde es sehr traurig, dass sie nicht mehr zu uns kommen kann. Immerhin wohnt unsere komplette Familie hier in West-Berlin. Dann gibt es noch meinen Arbeitskollegen, dieser wohnt in Ost-Berlin und unsere Arbeit ist hier in West-Berlin. Er kann, wenn sich hier nicht irgendwas schnell ändert, nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es ihm geht oder wie es überhaupt meiner Schwester geht. Ich kann nur hoffen, dass die Regierung den Bau der Mauer sich noch einmal durch den Kopf gehen lässt und diesen Plan vielleicht unterlässt. Hoffen tun wir das natürlich alle. Jedoch, wie schon Walter Ulbricht in einer Pressekonferenz am 15. Juni verkündete, habe niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Auch jetzt sind in den Nachrichten der DDR noch keine Zeichen der Mauer aufgetaucht. Doch was kann die DDR-Regierung dabei denken? Johanna Seibt mit einem Kommentar aus Regierungssicht der DDR. Es ist erschreckend, was sich das DDR-Regime einfallen lässt, um den schrecklichen Mauerbau zu begründen. Hier ein Kommentar aus Sicht der DDR zur Rechtfertigung. Manch einer unserer Genossen mag vielleicht die Befürchtung haben, dass der neue Schutzwall uns alle von der westlichen Welt abgrenzt. Aber das ist ein Irrtum. Wer von Ihnen möchte schon in ein Land reisen, in dem der Kapitalismus herrscht?
Der antifaschistische Schutzwall ist eine notwendige Absperrmaßnahme gegen den Faschismus der BRD. Unter Faschismus versteht man eine besondere Form der Diktatur, und zwar mit einem extrem aggressiven Charakter nach innen und außen, in einem militaristischen und nationalistischen Staat. Die Basis dieser Diktatur ist kein Rechtssystem, sondern eine Willkürherrschaft. Das heißt, die Bürger des Staates sind machtlos, empfangen Befehle und leben in Unfreiheit. Ein menschenverabscheuendes System. Gewaltanwendungen und Terrorakte gehören zur Methode des Regierens und der Krieg dient als Mittel der Außenpolitik. Arbeitslosigkeit und soziale Ungerechtigkeit sind dort Alltag. Die Bauern und Arbeiter werden ausgebeutet, unterdrückt und die Kapitalisten werden immer reicher und mächtiger. Keiner möchte in dieses Land, in dem Ausbeutung und Unterdrückung das Leben schwer und unsicher machen. Unsere Deutsche Demokratische Republik, ein freiheitlicher, demokratischer und antifaschistischer Staat, muss vor dem grauen System geschützt werden. Wir müssen unseren Frieden erhalten, denn wir sind der einzige rechtmäßige deutsche Staat, in dem die Ideale des deutschen Volkes verwirklicht werden. Außerdem kommen die Kapitalisten in den Osten und kaufen uns aus. Sie nutzen den Umtauschkurs aus, sodass für uns rechtmäßige sozialistische Bürger kaum mehr etwas bleibt. Es ist höchste Zeit geworden, einen antifaschistischen Schutzwall zu errichten, bevor wir vom aggressiven Kapitalismus überrannt werden. Stellen Sie sich vor, welche Lügen die DDR-Regierung verbreitet, nur um den Mauerbau zu rechtfertigen, der dafür da ist, dass die Bürger nicht aus ihrem hinfälligen System flüchten. So wird unsere Politik falsch und übertrieben dargestellt, bloß weil sie verhindern wollen, dass noch mehr Menschen auf unsere bessere Seite kommen. Nun, wir können nur hoffen, dass sich die beiden Regierungen auf einen Kompromiss einigen, sodass eine weniger radikale Methode bevorzugt wird. Wir hoffen, dass sich eine Wiedervereinigung stattfinden wird. Guten Abend.